Ich bin Rainer und ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr bei Debians Reproducible Builds Projekt mit. Das Projekt selbst gibt es schon etwas länger, seit 2013. Da gab es die ersten Ideen und Diskussionen auf der DebConf. Und dann im Jahr 2014 wurde das Ganze noch stark erweitert. Da kam dann irgendwann ein Continuous Integration Server dazu, der regelmäßig eben Pakete neu baut und die Ergebnisse vergleicht. Und dieses Jahr im Januar, da war die FOSDEM, da haben Luna und Holger schon mal einen ähnlichen Vortrag gehalten und auf dem Vortrag basieren auch meine Slides, haben allerdings auch noch ein paar Updates. Ja, was sind überhaupt Reproducible Builds? Darunter versteht man, dass wenn man ein Paket baut oder eine Software eben baut, dass man zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt wieder genau dasselbe Ergebnis bekommt. Also egal, wann man den Bildvorgang wiederholt, dann muss die gleiche Binary rauskommen. Und gleich heißt, dass die wirklich identisch ist, also dass die Checksummen übereinstimmen. Genau. Bei freier Software haben wir eben auf der einen Seite den Quellcode und aus diesem Quellcode bauen wir die Binary. Die Binary ist eben das Produkt, mit dem die Benutzer eigentlich immer in Kontakt kommen. Also die laden irgendwie eine Binary runter mit einem Paketmanager oder so und führen die dann aus. Während mit dem Quellcode kommen eher selten die Benutzer in Kontakt. Aber der Quellcode ist halt eigentlich so das Einzige, das man wirklich untersuchen kann und gucken kann, ob da jetzt irgendwie, ob da jetzt Shardcode drin ist oder so. Das ist halt mit einer Binary viel schwieriger. Und bei Reproducible Builds geht es eben darum, diesen mittleren Pfeil zu beweisen. Also, dass die Binary wirklich aus dem Quellcode gebaut wurde, von dem es behauptet wird. Und dass da keine zusätzlichen Modifikationen oder Hintertüren oder so drin sind. Darum geht es. Und warum ist es wichtig? Reproduzierbare Builds erlauben es eben, dass jeder unabhängig verifizieren kann, wie ich schon gesagt habe, dass eben die Binary zu dem Quellcode passt. Ja, jetzt gibt es vielleicht manche, die behaupten, ja, ich weiß ja, was in der Binary drin ist, weil ich es selbst kompiliert habe oder ich bin sehr verantwortungsvoll und so weiter und es sind alles hypothetische Risiken und da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Aber kann man sich da wirklich so sicher sein? Es gab halt in der Vergangenheit schon erfolgreiche Angriffe auf Infrastruktur von Linux oder FreeBSD zum Beispiel. Und wenn eben solche Infrastruktur angegriffen wird, dann sind eben auch alle Nutzer von dieser Software bedroht. Genau. Vor kurzem war auch auf Heise die News, dass Putty, dieser SSH-Client, dass da auch Versionen im Umlauf sind, die irgendwie eine Hintertür drin haben. Und als Benutzer, wenn man einfach nur die Binary hat, dann ist es schwer zu überprüfen, ob jetzt die Binary wirklich das macht, was es soll. Ja. Und es gibt halt vielleicht immer starke Motivationen, irgendeinen Computer zu kompromittieren, wenn man eben Zugriff auf so einen Build-Server hat oder auf so einen, auf einen Rechner von einem Entwickler oder Maintainer, dann und das ist eben der Entwickler oder Maintainer von einer sehr wichtigen Software, OpenSSL oder Apache oder so irgendwas, dann hat man sofort eine Hintertür in Millionen von Computern oder so. Hier noch ein kleines Beispiel, warum es wirklich wichtig ist, dass jedes Bit gleich sein muss. 2002 gab es eine Lücke in OpenSSH, eine Privileged Escalation Lücke, das heißt, ein User mit eingeschränkten Rechten, der konnte die Rechte erweitern, um Root-Rechte zu bekommen. Und unten ist eben der Diff, der Patch, der diese Lücke gefixt hat. Aus dieser Überprüfung ID größer Channels Alloc wurde ID größer gleich Channels Alloc.
Und wie sieht das Ganze dann in Assembler aus? Ist wahrscheinlich schwer, da jetzt einen Unterschied zu sehen. Aus dem jump if less than equal wurde einfach ein jump if less. Und binär sieht das Ganze so aus. Der Opcode von JLE ist eben 0x7e und der Opcode von JL ist 0x7c. Und binär unterscheiden die sich in genau einem Bit. Also genau dieses eine Bit hat den Unterschied ausgemacht zwischen eben dieser Sicherheitslücke und keiner Sicherheitslücke. Ja, so sieht das Ganze in Hex aus. Links die verwundbare und rechts die gefixte Version. Dieses 7e wurde eben zum 7c, was wirklich schwer zu sehen ist, wenn man versucht, das manuell zu untersuchen. Dann reproduzierbare Builds sind keine so neue Idee. Das gab es vorher auch schon im Tor-Projekt, und zwar für den Tor-Browser. Und da ist es eben auch sehr wichtig, dass man da die Sicherheit hat, dass da nichts an der Binary modifiziert wurde, weil die Software wird halt von Leuten eingesetzt, die wirklich anonym sein wollen und wo vielleicht das Leben auf dem Spiel steht, wenn die de-anonymisiert werden oder so. Und die müssen eben auch sicher sein können, dass die keine modifizierte Binary oder so haben. Dann gab es es auch schon von Bitcoin. Angenommen, es gäbe irgendwelche bösartigen Modifikationen in den Bitcoin-Binaries, dann kann das natürlich zur Folge haben, dass irgendwelche Bitcoins, also Geld, auf andere Konten transferiert wird oder so. Und die Benutzer, die würden natürlich niemandem glauben, dass da irgendwie der Computer vom Entwickler gehackt wurde oder so, sondern die gehen dann davon aus, dass der Entwickler die Hintertür mit Absicht eingebaut hat oder so. Und um das zu widerlegen, hat Bitcoin eben auch reproduzierbare Builds eingeführt, um eben einfach die Entwickler zu schützen. Weil die dann sagen können, okay, bau doch einfach die Binary nach und dann seht ihr schon, dass die Binary wirklich zu dem Source passt. Und die Geschichte reicht noch weiter zurück. Also es gab schon 2007 auf der Debian Devil Mailingliste einen Vorschlag oder die Idee, dass es ganz cool wäre, wenn man bit-identische Builds hätte. Aber das wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht weiter verfolgt. Und jetzt erst in jüngerer Zeit nach den Snowden-Veröffentlichungen nimmt das alles mehr Fahrt auf. Und Debian ist die größte Sammlung an freier Software überhaupt mit mehr als 21.000 Source-Paketen zurzeit. Und da wäre es schon ziemlich cool, wenn man nicht wie bei Tor oder Bitcoin nur einzelne Software reproduzierbar macht, sondern wenn man durch ein bisschen Arbeit das ganze Debian-Archiv auf einmal reproduzierbar bekommt. So, und wie stellen wir das an? Zum einen brauchen wir eine Möglichkeit, um die Bildumgebung aufzuzeichnen. Dann brauchen wir eine Möglichkeit, die aufgezeichnete Bildumgebung später, zum späteren Zeitpunkt wieder zu reproduzieren. Also unter dem Aufzeichnen, da wollen wir eben alle Bildabhängigkeiten und die genauen Versionen, die am Bildprozess beteiligt waren, uns irgendwie merken, damit wir die später wiederbekommen und mit genau derselben Version wieder nachbauen können. Und wir wollen unnötige Variationen eliminieren. Also wenn in der Toolchain irgendwelche, wenn es da irgendwelche Variationen, wenn da Variationen in die Ausgabe kommen, dann wollen wir das auch eliminieren. Wie zeichnen wir die Bildumgebung auf? Beim Bildprozess von Debian fallen außer den Debian-Paketen auch immer noch so Kontrolldateien an. Und wir haben jetzt eben eine neue Kontrolldatei Bildinfo eingeführt, die eben alle Bildabhängigkeiten und die Abhängigkeiten dieser Bildabhängigkeiten aufzeichnet. Und dazu kommen auch noch die Checksum von Source-Binary-Paketen. Hier ist die Binary-Paketen, die ich produziert habe, oder die Binary-Pakete von den Abhängigkeiten, die wir sind? Also welche Binaries werden da festgehalten? Alles, was am Bildprozess beteiligt war. Also wenn man jetzt in einem sauberen Change-Root ein Paket bauen will, dann zeichnet der alle Bildabhängigkeiten auf,
die benötigt sind, um dieses Paket zu bauen. Und natürlich auch die Abhängigkeiten von diesen Bildabhängigkeiten in der genauen Version, weil man das später irgendwann reproduzieren muss. Aber keine Checksummen von dem Paket? Nee, so viel ich weiß nicht. Nee. Ja, nee, das geht. Nee, es geht da nicht um die Bildabhängigkeiten, sondern so ein Source-Paket kann ja mehrere Binary-Pakete erstellen und dann wird eben von denen die Checksum gelistet, weil von den Bildabhängigkeiten, da kennen wir ja die Checksums, die sind ja irgendwo im Debian-Archiv drin und die kann man dann über einen anderen Weg verifizieren. Aber dann musst du trauen, dass das Debian-Archiv nicht korrupt ist. Das würde vielleicht Sinn machen. Ja. Ja, würde vielleicht Sinn machen. Aber hier ist auf jeden Fall mal so ein Beispiel von einer Bild-Info-Datei. Und wie man hier sieht, sind wirklich nur die Checksum von der Source, von dem Source-Paket und von dem Binary-Paket drin. Und dann eben unten aufgelistet alle Pakete, die beteiligt waren am Bildprozess in der genauen Versionsnummer. Was wir auch drin haben, ist der Bildpfad, weil wir haben irgendwann festgestellt, dass wenn der Bildpfad variiert wird, dann taucht er einfach an so vielen Stellen auf und es ist einfach ein fast unlösbares Problem, den zu eliminieren nachträglich. Und deshalb wird er mit aufgezeichnet und wir sagen, dass wenn eine Binary reproduziert werden soll, dann muss eben auch dieser Bildpfad verwendet werden. Das ist so eine Anforderung, die wir stellen. Dann, wie reproduzieren wir die Bildumgebung? Da gibt es nämlich einmal dieses Snapshot-Debian-Org-Archiv, das wirklich alle Pakete ab einem bestimmten Zeitpunkt archiviert hat. Das sind mittlerweile 29 Terabyte. Und alle Pakete, die irgendwann im Debian-Archiv landen, die landen eben auch auf diesem Snapshot-Archiv. Und wir können uns dann eben von dort die benötigten Abhängigkeiten später wieder runterholen, wenn wir die eben brauchen. Dann haben wir so ein experimentelles Tool, S-Rebuild. Es ist so ein Wrapper um S-Build. S-Build ist ein Tool, das läuft auf den Debian-Build-Servern und baut eben die Pakete in so einem sauberen Change-Root. Und S-Rebuild ist eben ein Wrapper, der im Snapshot-Archiv eben nach dem richtigen Datum guckt und dann eben die Dateien, die entsprechenden Pakete in der entsprechenden Version aus der Bild-Info-Datei installiert und dann den Build startet. Es ist im Moment eher so ein Proof-of-Concept-Status und noch nicht so ganz fertig, ja, aber es funktioniert schon mal. Und wie eliminieren wir ungewünschte Variationen? Bitcoin und der Tor-Browser, die haben einen anderen Ansatz als Debian. Die verwenden eine VM und in der VM können sie dann halt sicherstellen, dass wirklich immer der gleiche Kernel verwendet wird, gleicher Benutzer, gleicher Bildpfad und so weiter. Und für Zeitstempel, damit man da immer die gleichen hat, verwenden sie libfaketime. Das ist so eine Bibliothek, die über LDE Preload eben die Funktionsaufrufe für die Zeitabfrage ändert und dann eben irgendeine fixe Zeit zurückliefert. Und dadurch haben die eben immer die gleiche Zeit bei wiederholten Builds. Debian geht eher den Ansatz, wir wollen die Tools und die Toolchain und die Build-Systeme fixen und immer, wenn wir sehen, dass da ein Tool irgendwelche Zufälle oder Nicht-Determinismen irgendwie einbaut, dann wollen wir das fixen und entfernen. Und Workarounds akzeptieren wir nur wirklich, wenn es keine andere Lösung gibt. Einer dieser Workarounds ist ein Tool, das wir entwickelt haben, Strip Non-Determinism. Dieses Tool kann verschiedene Dateiformate parsen und normalisieren. Also es gibt verschiedene Archivformate oder Dokumentationsformate, GZIP, ZIP und so weiter,
die eben auch Zeitstempel drin haben. Und wenn die noch nicht auf einem anderen Weg eliminiert wurden, dann kann Strip Non-Determinism eben diese Zeitstempel entweder ganz entfernen oder durch deterministische Zeitstempel ersetzen. Also bei Debian gibt es ja immer dieses Changelog, das immer, also jedes Debian-Paket, jede neue Debian-Version von einem Debian-Paket braucht eben so einen neuen Eintrag im Changelog, und dieses Changelog hat eben auch so einen Zeitstempel. Und dieser Zeitstempel ändert sich ja nicht zwischen den Builds, und deshalb können wir den als deterministischen Zeitstempel verwenden. Genau. Und für dieses Strip Non-Determinism Tool gibt es auch so eine Debian-Helper-Version, dh_strip_non_determinism, das in unserer Toolchain auch verwendet wird, um eben während dem Build-Prozess dann noch Nicht-Determinismen zu entfernen. Es ist in Perl geschrieben, so wie auch dpackage-dev. Das heißt, Perl ist etwas, das immer schon installiert ist, wenn Pakete gebaut werden. Also es ist kein riesiger Overhead, der dadurch eingeführt wird. Genau. Dann ein weiteres Tool von uns ist debbindiff. Das hilft uns bei der Analyse von Paketen und Paketunterschieden. Es übernimmt zwei Dateien und gibt dann eben als HTML oder Plaintext die Unterschiede aus zwischen beiden Dateien. Und die Dateien können auch Debian-Pakete sein, oder mittlerweile unterstützen wir auch RPMs, ISO-Images, SquashFS-Images und so weiter. Und es ist wirklich einfach, da Support für neue Dateitypen hinzuzufügen, um die irgendwie lesbarer zu machen. Also das Ziel von dem Tool ist es, vor allem die Unterschiede lesbar zu machen, damit man die möglichst einfach auch verstehen kann und analysieren kann, wo die Unterschiede herkommen. Es kann zum Beispiel PDF-Dateien entpacken. Also die PDF-Dateien sind ja meistens, die Textstreams sind ja auch irgendwie gepackt, und die kann man schlecht diffen. Und mit so einem Tool PDF-TK kann man die eben wieder entpacken, und dann ist es eben ein Plaintext, und das ist sehr einfach zu diffen. Und man sieht dann, dass sich zum Beispiel ein Datum unterscheidet oder so. Es kann auch Binaries disassemblieren, was auch hilfreich ist und so weiter. Unterstützt viele andere Formate. Und nur wenn es eben kein Format versteht, dann gibt es so ein Fallback auf einen binären Vergleich. Da wird dann einfach ein Hexdump gemacht von der Datei, und der wird verglichen. Und dann wird eben getestet und wieder getestet. Und zwar bauen wir das Paket auf reproducible.debian.net und bauen es dann ein zweites Mal und vergleichen dann die Ergebnisse. Ursprünglich war das ein kleines Shell-Skript von 10 Zeilen, aber das hat sich mittlerweile vergrößert. Mittlerweile sind das 28 Jobs, die auf diesem Jenkins-Server laufen. Davon sind 8 dafür da, einfach nur um Pakete zu bauen, und die werden alle 2 Minuten neu gescheduled, also die bekommen in die Warteschlange neue Pakete rein. Dann haben wir Jobs, die eben dieses Scheduling übernehmen. Wir haben eine SQLite-Datenbank, wo alle Pakete drin sind und Metadaten, wie wann die zuletzt auf Jenkins gebaut wurden und so weiter. Dann gibt es weitere Jobs, die eben diese P-Builder-Change-Routes aktualisieren. Dann haben wir Jobs, die wir haben ein Git-Repository, in dem wir Notizen drin haben. Also wir gucken uns auch die Unterschiede an und machen Notizen dazu. Und die kommen dann in so ein Git-Repository. Und da gibt es eben auch einen Job, der diese Notizen nimmt und HTML-Dateien generiert und das schön im Web veröffentlicht. Dann alle Ergebnisse landen auch in so einer großen JSON-Datei. Dafür gibt es auch einen Job und verschiedene andere Maintenance-Jobs und so weiter. Das sind also mittlerweile 12 Shell-Skripts und 12 Python-Skripts. Am Anfang waren das zum Großteil Shell-Skripts, aber mittlerweile sind auch mehr Python-Skripts dazugekommen, aus Performance-Gründen und weil die einfach wartbarer sind. Also jenkins.debian.net, das gab es schon lange vorher, aber im September 2014 wurde auf Jenkins Debian.net eben auch, wurde um eben reproducible Builds erweitert, damit wir auch Pakete bauen und vergleichen können.
Das läuft auf VMs zurzeit von ProfitBricks und zurzeit läuft eben auch, wird das Ganze auch erweitert. Wir wollen einen zweiten Build-Host, weil zurzeit ist eben alles wirklich auf einem Host. Es wird ein Paket gebaut, wieder gebaut und dann verglichen. Aber wir bekommen einfach mehr Variationen rein, wenn wir den zweiten Build auf einem zweiten Build-Host vornehmen, weil wir dann auch die Systemzeit ändern können, um ein Jahr verstellen, um mehrere Monate verstellen und so weiter. Was wir auf der einen VM nicht tun wollen. Und wir wollen auch in Zukunft das Ganze auf jenkins.debian.org migrieren, also dass es dann irgendwann auf richtiger offizieller Debian-Hardware läuft. Testen tun wir im Moment nur Pakete in Main auf AMD64, aber in den drei Zweigen Experimental, Unstable und Testing. Der Scheduler ist so eingestellt, dass er zurzeit Unstable-Pakete doppelt so oft scheduled, weil das einfach interessanter ist. Ja, wir haben auch IAC-Benachrichtigungen, wo wir dann sehen, wenn jetzt ein Bild, das vorher reproduzierbar war, auf einmal nicht mehr reproduzierbar ist, dann sehen wir das zum Beispiel, was ganz cool ist. Ja, den ganzen Code gibt's auch in so einem Git-Repository, falls jemand Interesse hat. Und so sieht der Graph seit 2014, seit 1. Oktober 2014 aus. Grün sind die reproduzierbaren Pakete und orange die unreproduzierbaren. Und ganz oben ist noch ein schmaler Streifen rot. Das sind die, die zurzeit nicht gebaut werden können, aus irgendwelchen anderen Gründen. Ja, und das sind im Moment 81,7%, die wir mit unserer Toolchain reproduzierbar bauen können. Das sind mehr als 17.900 Source-Pakete. Und es ist schon mal ganz beeindruckend, finde ich. Dann zu den Variationen. Der zweite Build hat einiges an Variationen zum ersten Build. Und zwar offensichtlich die Zeit, weil er einfach zeitlich nach dem ersten Build ausgeführt wird. Aber wir setzen auch eine andere Zeitzone für die Builds. Der erste Build wird in GMT plus 12 ausgeführt und der andere Build in GMT minus 14. Dadurch haben wir auch eine Differenz von Größe einem Tag, was auch ganz cool ist, weil dann Programme oder irgendwelche Tools, die die lokale Zeit verwenden, für die ist es dann im Prinzip ein ganzer Tag Unterschied, obwohl die Differenz in der Zeit, wann die Builds ausgeführt werden, wirklich nur ein paar Minuten ist, aber wir sehen dann so auch, wenn sich was im Datum ändert, was ganz cool ist. Ja, File-Ordering unterscheidet sich CPU-Ordering, einfach dadurch, weil es eben parallel ausgeführt wird. Wir ändern Hostname, Domainname, wir ändern auch den Username, Groupname, UID, GID, wir ändern die U-Mask. Wir ändern die Spracheinstellung, also der erste Build wird dann mit englischer Spracheinstellung ausgeführt und der zweite Build mit französischer Spracheinstellung. Wir faken die Kernel-Version auf dem zweiten Build mit Linux 64, was dann eben auch eine andere Kernel-Version zurückliefert. Seit kurzem ändern wir auch die Deb-Build-Options. Das ist da beim zweiten Build einfach ein Core, der weniger verwendet wird, aber wir haben auch schon Unterschiede gesehen. Also Pakete, die wirklich die Deb-Build-Options in irgendeine Datei einbetten und mit ausliefern. Und ja, das war ganz interessant. Und seit dieser Woche variieren wir auch noch den Pfad. Da gibt es auch Pakete, die die Pfadvariable irgendwo einbetten, was auch nicht wirklich Sinn macht. Und ja. Was noch nicht variiert wird, das sind Tag, Monat und Jahr. Das soll dann auch demnächst kommen, wenn wir eben einen zweiten Build-Host haben. Und dadurch wird sich dann auch Proc-CPU-Info unterscheiden, weil das eben auch eine andere CPU sein wird, die da drin ist. Und was wir zurzeit auch noch machen, sind Rebuilds auf unterschiedlichen Dateisystemen, weil wir einfach zurzeit alles auf TempFS bauen wollen, weil das einfach am schnellsten ist. Genau. Und so sieht die Ergebnisseite auf jenkins.debian.net aus. Hier ein Beispiel für Unstable. Man sieht dann eben links oben verschiedene Buttons für die einzelnen Bildstatus.
Stati. Die Sonne bedeutet, da kriegt man dann alle Pakete angezeigt, die reproduzierbar gebaut werden können. Die Regenwolke bedeutet die unreproduzierbaren Pakete. Und die Gewitterwolke heißt, dass er alle Pakete anzeigt, die zurzeit gar nicht gebaut werden können. Und dann gibt es noch so ein paar andere Buttons, die weniger interessant sind, zum Beispiel geblacklistete Pakete und so weiter. Und ja, man kann sich auch anzeigen lassen, irgendwelche Pakete, die Notizen schon von uns haben. Dann kann man, wenn man ein Paket fixen will, kann man sich angucken, was sind genau die Notizen, was ist da das Problem. Vielleicht hat man eine Idee, wie man das beheben kann. Oder man kann sich Pakete noch ohne Notizen anzeigen lassen, wenn man jetzt daran interessiert ist, einfach nur mal zu gucken, warum sich jetzt so ein Bild unterscheidet. Dann guckt man sich am besten die Pakete ohne Notizen an und kann dann die Notizen machen und uns schicken oder committen ins Repository. Und genau. So sehen die Seiten aus für einzelne Pakete. Also wirklich jedes Paket, das wir untersucht haben, bekommt so eine eigene Seite. Wenn es eine Notiz dazu gibt, dann taucht die immer an erster Stelle auf. Hier zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass sich im Paket App Armor, das erzeugt während dem Bild auch PDF-Dateien und da gibt es Zeitstempel drin, die sich eben unterscheiden. Und es gibt auch einen Kommentar, dass sich da der ID-Value unterscheidet. Und zu sehr vielen Issues haben wir eben auch in unserem Wiki eigene Unterseiten. Und auf den Unterseiten haben wir auch dokumentiert, wie man das Problem lösen kann oder ob es irgendwelche Workarounds dafür gibt. Genau. Dann auf der gleichen Seite gibt es dann oben im Menü, kann man sich den Dev-Bin-Diff anzeigen lassen. So sieht er dann zum Beispiel aus. Also Dev-Bin-Diff, das geht halt rekursiv in eine Archive rein. Hier hat es zum Beispiel entpacktes data.tar.xz, dann entpacktes data.tar. In data.tar ist dann zum Beispiel die Datei techdoc.pdf.gz. Die muss eben auch wieder entpackt werden. Und die techdoc.pdf, die kann dann eben lesbar gemacht werden, verglichen werden und der Diff wird dann eben angezeigt. Das komplette Bildlog kann man sich auch anzeigen lassen. Und dann gibt es oben auch noch andere Links zum Paketträger, zum Bugträger, zum Quellcode und so weiter. Auch zur Bildinfodatei, wenn man es daran interessiert ist. Und wenn wir das Paket auch in anderen Zweigen, also zum Beispiel Testing oder Experimental gebaut haben, dann wird da auch ein Link angezeigt, wo man sich dann angucken kann, was sich da in den anderen Versionen unterscheidet. Und diese rote Flagge bedeutet, dass der Maintainer von dem Paket alarmiert werden will, wenn es eine Statusänderung gibt. Also das ist auch ganz interessant, wenn ein Paket reproduzierbar war und der Maintainer will wissen, wenn es auf einmal reproduzierbar wird durch ein Update oder so, dann kann er sich darüber informieren lassen. So, unsere experimentelle Toolchain. Die besteht zurzeit aus 8 Paketen, die gegenüber Experimental modifiziert wurden. Die wichtigsten Pakete dabei sind dpackage, dephelper und cdbs, weil ohne unsere Patches für diese Pakete kann man zurzeit kein Paket reproduzierbar bauen, weil dpackage eben auch noch Zeitstempel da drin hat und ich glaube, die Dateilisten und so waren vor kurzem auch noch unsortiert und so weiter. Und wir haben auch noch eine Modifikation für dpackage, das eben beim Bildprozess eben diese Bildinfodateien erstellt. Ohne Bildinfodateien ist auch kein Paket reproduzierbar. Und es ist auch noch nicht in Upstream dpackage gelandet und genau. Aber viele Patches, die wir erstellen, sind schon submitted und werden auch von vielen Maintainern schon applied. Ja, und wir haben eben auch für alle Pakete in unserer Toolchain so ein eigenes Git-Repository. Hier ist ein Graph aller untersuchten Pakete. Der gibt an,
Ich habe ja erzählt, wir haben dieses Git-Repository, wo unsere Notizen drin sind, und der Graph gibt eben an, wie sich so die Anzahl der Notizen verhält. Die steigt eben ständig weiter. Manchmal werden auch Notizen wieder entfernt, wenn irgendein Issue gefixt wird oder so, oder genau, wenn irgendwas nicht mehr auf Pakete zutrifft. Das ist der Graph der identifizierten Issues, also ist auch ständig gestiegen und steigt weiter an. Wir finden da auch immer mehr Probleme. Auch ein cooles Feature, das wir haben auf Jenkins Debian.net, sind Package Sets. Also Package Sets, das sind eben Untermengen von dem ganzen Debian-Archiv. Und zu diesen Untermengen können wir auch nochmal Statistiken generieren und Graphen generieren. Beispiele für diese Package Sets sind alle Essential-Pakete oder die häufigsten installierten Pakete oder für irgendwelche Desktop-Umgebungen die Pakete, die da dazugehören, wie für GNOME, KDE und so weiter. Oder wir haben Package Sets für ein paar Debian-Derivate, für Tails und Kriml. Oder auch Paketsets für verschiedene Maintainer-Gruppen, wie die Perl, Java und so weiter. Verschiedene Maintainer-Gruppen eben, die bekommen dann auch ihre eigenen Sets. Ja, die haben dann eben auch so ihren eigenen Graph und Statistiken dazu. Es gibt noch mehr Goodies. Und zwar, man kann sich diese Seite eben anzeigen lassen, indem man einfach auf reproducible.debian.net/Paketname geht. Und was wir auch haben, sind Listen von unreproduzierbaren Paketen pro Maintainer. Also man kann da einfach die Liste öffnen und kann seinen Namen suchen, wenn man Maintainer ist, und dann sieht dann alle Pakete von sich, die jetzt zurzeit unreproduzierbar sind. Ja, wir haben Listen ohne irgendeinen identifizierten Issue. Das ist ganz interessant, da halt mal reinzuschauen, wo die Probleme dann sind, und das genauer zu untersuchen. Dann seit einiger Zeit wird der Reproduzierbarkeitsstatus auch auf dem neuen Paket-Tracker angezeigt. Also wenn das Paket unreproduzierbar ist, dann wird es ganz oben da angezeigt. Dann gibt es für Maintainer auch noch ein Dashboard und diesen Package Overview. Da wird auch seit einiger Zeit jetzt, da gibt es eine eigene Spalte, wo angezeigt wird, ob es reproduzierbar ist oder nicht. Was auch ziemlich cool ist. Okay, dann kommen wir mal zu den Ergebnissen, was wir so gefunden haben. Eins der häufigsten Probleme sind eben Zeitstempel, die eigentlich überall drin landen. Aber wir haben auch gefunden, dass File Order ein Problem ist. Also manche Prozesse sortieren einfach nicht die Dateilisten oder so, und dann hat man in irgendwelchen Archiven unsortierte Listen, und dadurch unterscheiden die sich natürlich. Wir haben Pseudo-Randomness in temporären Dateipfaden, die irgendwie eingebettet werden. Wir haben CPU- und Memory-related Probleme. Also wenn da irgendwie während einem Bildvorgang Code-Optimierungen vorgenommen werden, dann ist es schwer zu reproduzieren vielleicht. Und auch so Probleme wie Locale-Settings haben wir schon festgestellt. Jetzt kommen ein paar Beispiele für Zeitstempel, die während einem Bildvorgang hinzugefügt werden. Sehr oft gibt es eben Zeitstempel in gzip-Dateien. Wenn irgendwelche Helfer-Tools verwendet werden, dann werden die Dateien meistens gepackt und so, dass der Zeitstempel eben unterdrückt wird, so dass gar keiner erst eingebettet wird. Aber es gibt eben sehr viele Pakete, die den Zeitstempel noch einbetten, weil sie das Ganze eben manuell machen, die eben diese Helfer-Tools nicht verwenden. Und wir haben Zeitstempel gefunden, die von Maven in irgendwelchen Properties-Files erstellt werden. QMake bettet Zeitstempel in generierte Make-Files ein. Ein weiteres Qt-Tool bettet Zeitstempel auch in Header-Dateien ein. PyQt hat auch mal in so autogenerierten Resource-Code Zeitstempel eingebettet. Das ist mittlerweile gefixt. Aber als Beispiel ist es ja trotzdem noch.
der Erlang-Compiler bettet Zeitstempel ein. Es gibt Zeitstempel in PE-Binaries von Mono oder MingW. Wenn da auch irgendwas gebaut wird, dann sind da eben auch Zeitstempel drin. Es gibt Zeitstempel in ADA Library Information Files, Zeitstempel in Ruby Jamspec Files, in PHP Registry Files, irgendwelche Python Template Engines, die betten auch Zeitstempel ein. Dann gibt es manche Python-Module, die das aktuelle Datum an die Version anhängen. Und dadurch haben wir eben auch in den Pfaden Unterschiede, wie man hier sieht. Dann gibt es Archive, die sich die eben Unterschiede, Zeitstempel und so haben. Zum Beispiel Static Libraries. Das sind auch im Prinzip nur Archive, die eben irgendwelche Object-Files zusammenfassen. Das ist mittlerweile auch soweit gefixt. Vor kurzem, seit ein paar Wochen, werden die Bin-Utils mit irgendeinem Flag kompiliert, sodass die immer deterministische Archive erzeugen. Also das ist auch nicht wirklich mehr ein Problem. Ja, weitere Zeitstempel in Static Libraries. Zeitstempel in ZIP-Archiven, Zeitstempel in Java-Archiven, die eigentlich auch nur ZIP-Archive sind. Es gibt Zeitstempel in Tarballs. Es gibt auch Benutzer und Gruppen in Tarballs. Es gibt zufällige Reihenfolgen in Tarballs. Und hier sehen wir auch die UMask-Variation. Also auf der linken Seite haben wir ganz oben in der ersten Zeile zum Beispiel eine Permission von 755 und auf der rechten Seite von 775, also da ist noch dieses W-Flag gesetzt. Das kommt eben durch diese UMask-Variation. Dann gibt es sehr viele Zeitstempel in Dokumentation, die auch während einem Bildvorgang produziert werden. DoxyGen macht sowas, DocBook2Man, GroovyDoc, EpiDoc, Sphinx, GhostScript, LaTeX. Also wir sehen hier zum Beispiel das Modifikationsdatum und Creation Date, das eben eingebettet wird. Und was sich dadurch auch immer unterscheidet, ist die ID, die immer relativ weit am Ende steht. Die ist im Prinzip so eine Checksum oder so ein Hash über den Zeitstempel und über den Dateinamen und ich glaube die Dateigröße. Und die unterscheidet sich auch immer. Und dafür haben wir bisher auch noch keine wirkliche Lösung gefunden, außer FakeTime, aber das ist in unseren Augen keine Lösung. Deshalb brauchen wir da noch irgendwie bessere Ideen, wie wir das rausbekommen. Es gibt Zeitstempel von TechE2HTML. TechE2HTML kann auch irgendwelche Einträge in HTML-Dateien unterschiedlich sortieren. Dann hier ist ein Beispiel, wo wir eine Monatsvariation haben von Help2Man. Das ist ein Tool, das ruft den Hilfetext von einem Programm auf, indem es einfach das Programm mit --help aufruft und generiert dadurch automatisch eine Man-Page. Und das ist mal ein Tool, das nicht den genauen Tag einbettet oder eine Uhrzeit, sondern wirklich nur Monat und Jahr. Und wir haben das nur festgestellt, weil wir eben so ein Paket am Ende von einem Monat gebaut haben. Dann ist eben durch die Timezone-Differenz der erste Bild noch im Mai und der zweite schon im Juni. Und so haben wir das dann eben auch festgestellt. Aber wenn wir mal einen zweiten Bildserver haben, dann ist es auch viel einfacher festzustellen, wenn wir da das Jahr ändern können und so weiter. Dann GnuGrof bettet Zeitstempel ein. Java-Doc bettet Zeitstempel ein. Wobei es für Java-Doc ist das Problem auch schon zum Großteil gelöst. Da gibt es nämlich auch so ein Parameter --no-timestamp, mit dem man das unterdrücken kann. Und sehr viele Java-Pakete, die verwenden so einen Java-Helper oder so einen Maven-Helper. Und wenn die damit die Dokumentation generieren, dann wird Java-Doc schon automatisch mit No-Timestamp aufgerufen. Also ist dieses Problem für die meisten Pakete schon gefixt, eben nur für die noch nicht, die das Java-Doc wirklich manuell aufrufen. Es gibt Zeitstempel in Mantoo-HTML. Es gibt in der Tesh-Ausgabe in DVI-Dateien gibt es Zeitstempel.
Dann eine andere größere Klasse an Zeitstempeln sind Binaries, die irgendwie das Bilddatum einbetten und dann irgendwie im Versionsstring anzeigen, zum Beispiel Version 1.0 compiled at so und so. Das gibt es sehr oft. Das wird oft über C-Präprozessor-Makros gemacht. Also da gibt es diese Date- und Time-Makros. Die werden während dem Kompilieren vom C-Präprozessor ersetzt durch eben das entsprechende Datum und Zeit. Und dadurch unterscheidet sich natürlich auch die Binary dann am Ende. Hier ist noch ein weiteres Beispiel. Was auch oft gemacht wird, ist die Bildzeit über ein Makefile aufzunehmen. Hier wird zum Beispiel in einem Makefile ein Header automatisch generiert und dieser Header ruft eben Date auf und dieses Makefile ruft Date auf und bettet die Ausgabe in den Header ein. Dann Configure-Skripte machen das auch sehr oft. Hier wird zum Beispiel der Hostname und das Datum auch in so einen Version.h-Header eingebettet, wodurch es natürlich auch Unterschiede wieder gibt. M4-Makros nehmen das Datum auf, aber auch den Username, den Hostname. Dann haben wir auch schon Pakete gesehen, die die Kernel-Version mit aufzeichnen. Also auf der linken Seite sehen wir Linux 3.16 und auf der rechten Seite Linux 2.6. Das gibt's auch. Dann hatten wir vor kurzem einen sehr lustigen Fall. Da gibt's es gibt so ein Spiel und das bettet eben auch den Zeitstempel ein. Und der Zweck davon ist, dass wenn man das Spiel innerhalb von einer Stunde nach dem Kompilieren startet, dann bekommt der Benutzer 1 Million Bonuspunkte, weil das Spiel davon ausgeht, dass man ist wahrscheinlich dann Programmierer von dem Spiel und das ist ziemlich cool und dann bekommt er halt Bonuspunkte. Aber führt natürlich auch zu Unreproduzierbarkeit. Und im Falle von Debian macht es sowieso, es ist zwar eine nette Idee, aber im Falle von Debian macht es eben wenig Sinn, weil die Zeitdifferenz zwischen Paketbau und bis das Paket wirklich beim Benutzer landet, ist eigentlich immer größer als eine Stunde und macht daher wenig Sinn. Und da wäre es gut, wenn man das irgendwie rauspatchen könnte oder so. Dann, was wir auch schon hatten, sind File-Ordering-Probleme. Das sieht man hier jetzt vielleicht nicht so gut, aber da ist die Dateiliste unterschiedlich sortiert. Wir hatten verschiedene Randomness-Probleme. Das ist vor allem bei Perl-Programmen oder Perl-Bibliotheken der Fall. Wenn die irgendeine Ausgabe erzeugen und irgendeinen Perl-Hash, also so ein Dictionary, ausgeben, dann wird das einfach so gedumpt, ohne irgendwie die Keys zu sortieren. Und dadurch hat man eben auch eine zufällige Reihenfolge da drin und das sieht man dann auch öfters, wie hier in dem Beispiel. Dann der Vorbis-Ogg-Encoder, der bettet in Ogg-Streams eben auch zufällige Seriennummern ein, was auch ganz interessant war. Dann ein weiteres Beispiel von einem Python QT-Code-Generator. Der hat eben generiert eben auch so UIs so automatisch und sortiert eben nicht die Imports und dadurch sind die eben auch zufällig angeordnet. Ja, dann gibt es auch irgendwelche Namespace-Dateien, die zufällig angeordnet sind. Wir haben zufällige Pfade in OCaml-Libraries gefunden, also da unterscheidet sich das Ende von dem Pfad, von dem temporären Pfad. Und es gibt sogar noch mehr Zeitstempel. Das war auch ein ganz interessantes Beispiel. Und zwar haben wir auf der linken Seite eine Infopage, die so von Upstream mitgeliefert wurde. Die wurde mit Makeinfo Version 4.13 generiert. Und da sieht man auch noch eine ältere Versionsnummer, Version 1.2. Und auf der rechten Seite ist dann dieselbe Infopage, die aber während dem Bildprozess wirklich neu generiert wurde. Was man daran sieht, dass jetzt Makeinfo Version 5.2 verwendet wird, was eben in Debian enthalten ist. Und da wurde dann auch die Version gebumpt auf 1.3. Das liegt auch an der Zeitzonendifferenz vor allem, weil er im ersten Bild dann nicht erkennt, dass
der Zeitstempel irgendwie neuer ist oder so. Und er denkt, der Bildprozess denkt dann, er muss jetzt diese Infopage nicht neu generieren, die ist noch aktuell genug und macht es eben nicht. Aber wenn jetzt ein Benutzer aus einer anderen Zeitzone dasselbe Paket baut, dann denkt der Bildprozess, ja, da gab es eine Änderung oder so, weil der Zeitstempel irgendwie in der Zukunft liegt oder so und wird dann eben neu gebaut. Also wir haben auch zeitstempelabhängige Rebuilds, was auch nicht so toll ist. Dann haben wir auch Zeitstempel in EPUB-Files, also E-Books. Und weiter unten sehen wir, dass die Referenzen auf irgendwelche Images zufällig sortiert sind. Wir haben auch Zeitstempel in PNG-Dateien. Also da gibt es ein ganz cooles Tool, das PNG-Dateien wirklich lesbar macht, in Plaintext umwandelt. Und das kann die auch wieder zurück umwandeln in PNG. Und ja, da sehen wir dann auch oft, dass irgendwelche Zeitstempel eingebettet werden. Wir haben auch Zeitstempel schon gefunden in TrueType-Fonts. Wenn die während dem Bildprozess von FontForge generiert werden, dann gibt es da auch Zeitstempel drin. Aber das war auch noch nicht alles. Wir haben in den letzten 4 Monaten noch viel mehr Issues gefunden, sind heute bei 129. Aber viele sind jetzt auch nicht so interessant, weil die nur eine geringe Anzahl an Paketen irgendwie beeinflussen. Die müssen natürlich auch irgendwann gefixt werden, aber ja, genau. Vor 4 Monaten hatten wir eine Anzahl von 2243 Notizen. Das ist auch mittlerweile stark gestiegen auf 3400 Pakete mit Notizen. Also wir sind da stark aktiv am Analysieren von Paketen, warum die unreproduzierbar sind und wo die Probleme liegen. Genau. Hier ist ein Graph über die Anzahl Bugs, die so in der letzten Zeit gefeilt wurden. Steigt auch immer an. Aber es werden auch Patches von uns applied und dann geht der Graph auch wieder etwas zurück. Und genau. So, ihr könnt uns dabei natürlich auch helfen. Und zwar, wenn ihr Software entwickelt, dann indem ihr keine Zeit oder irgendwas anderes Systemabhängiges irgendwie einbettet oder es zumindest optional macht, sodass man es während dem Bildprozess abschalten kann. Und wenn ihr irgendwelche Ausgaben habt, Dateipfade oder so irgendwas, oder über Listen iteriert oder über Dictionaries iteriert, dann vorher die Keys sortieren, damit wirklich eine reproduzierbare Ausgabe rauskommt. Und merge unsere Patches, wenn wir welche schicken. Genau. Dann haben wir ein sehr umfangreiches Wiki auf wiki.debian.org/reproducible-builds. Wir haben da was zur History. Wir haben eine sehr große Seite, wie man Pakete reproduzierbar macht. Da haben wir eben, wie schon erwähnt, zu sehr vielen Issues eigene Unterseiten, wo dann eben steht, was man da tun kann genau. Ja, und wir haben Links zu den Bug-Reports, zum Continuous Integration Server, eine Beschreibung zu unserer Toolchain und so weiter. Und ihr könnt Debian helfen, indem ihr euch auch anguckt, Pakete anguckt, schaut, wo die Probleme liegen und das Ganze analysiert und dann eben auch dafür sorgt, dass die reproduzierbar gemacht werden können. Es gibt noch so ein paar Issues, die wir noch nicht so ganz verstehen, wie zum Beispiel PE-Binaries. Da wissen wir noch nicht, ob es irgendwelche Seiteneffekte hat, wenn die Zeitstempel entfernt werden oder so. Da ist noch etwas Arbeit nötig. Und auch an der Debian-Infrastruktur sind noch Änderungen nötig. Also wir müssen irgendwann in der Zukunft auch die Bildinfo-Dateien irgendwie abspeichern, damit andere Leute die Bildinfo-Dateien eben runterladen können und selbst ein Bild reproduzieren können. Ja, dazu muss aber auch unser Depackage-Patch irgendwann auch noch in den Bug-Tracker. Er funktioniert zwar schon ganz gut, aber ich glaube, der Maintainer ist damit noch nicht so ganz einverstanden. Und ja, da gibt es noch etwas Diskussionsbedarf. Und was wir auch wollen, ist, dass Reproduzierbarkeit irgendwann auch in die Debian Policy reinkommt. Ja, wir brauchen ein neues Logo.
Und was auch cool wäre, wären englische Tools, die den Reproduzierbarkeitsstatus von aktuell installierten Paketen anzeigen. Genau. Mittlerweile gibt es schon eine relativ große Liste an Contributors. Und es werden auch immer mehr, die da mal zum Beispiel im IRC vorbeischauen und irgendwie helfen oder im Wiki neue Sachen dokumentieren oder Patches einschicken. Also das ist schon ziemlich cool. So, ihr könnt mit uns in Kontakt treten, entweder über die Wiki-Seiten oder über die Mailinglisten. Wir haben auch einen IRC-Kanal, Debian Reproducible im OFTC. Diese Woche hatten wir ein erstes reguläres Team-Meeting und das wollen wir jetzt alle 2 Wochen so weiterführen. Und vielleicht habt ihr auch schon auf planetdebian.org unsere wöchentlichen Reports gesehen. Die werden auch jede Woche geschrieben von Luna. Bei anderen Distributionen gab es auch schon Ansätze oder Ideen, aber so richtig fortgeschritten ist da bisher auch noch nichts. Aber ich weiß, dass Holger zum Beispiel in Kontakt ist mit irgendwelchen FreeBSD-Leuten und in Zukunft wollen wir auch, dass FreeBSD reproduzierbar gebaut werden kann. Diese Woche, ich glaube gestern oder vorgestern erst, hat Holger auch in Jenkins eingebaut, dass Coreboot gebaut wird. Also das ist dieses freie BIOS. Und das wird jetzt eben auch gebaut und verglichen, wo die Unterschiede sind. Demnächst soll OpenWrt auch noch folgen. Und es wäre cool, wenn zum Beispiel Fedora, was auch eine sehr wichtige Distribution ist, den Ansatz auch irgendwann weiterverfolgt. Und ja, wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr auch einfach mal mit uns in Kontakt treten. Wir helfen gerne weiter und wir hoffen, dass reproduzierbare Builds irgendwann die Norm werden. Wir hoffen, dass unsere Dokumentation hilfreich ist für andere. Und die Zukunft sieht hoffentlich so aus, dass wir bis zum nächsten Debian-Release, das in vermutlich 2 Jahren ist, schon mal bereit sind. Also das heißt, unsere Toolchain-Änderungen gemerged sind und wirklich dann verfügbar sind. Was wir auch dann irgendwann wollen, sind reproduzierbare Installationsmedien und Live-Images. Irgendwann dann auch reproduzierbare Cross-Platform-Builds, also dass man auf einer anderen Architektur dann baut. Und was auch cool wäre, was jetzt nicht so viel mit Debian zu tun hat, aber das wären Binary Transparency Logs. Also, dass man irgendwo aufzeichnet, welche Binaries so im Umlauf sind. Also, dass man irgendwo die Checksums veröffentlicht und dass Benutzer, die eben jetzt eine Binary irgendwo runtergeladen haben, die können da dann anfragen, gab es diese Binary schon mal irgendwo auf der Welt? Hat die schon mal jemand gesehen? Oder ist das jetzt doch eine, die zum ersten Mal auftritt? Und dann wäre es ja wahrscheinlich, dass da irgendwie eine Hintertür oder so drin ist. Genau, das ist auch so eine Idee. Aber nochmal zur Erinnerung, das ist alles mehr so ein Research-Projekt zurzeit, weil eben noch unsere Toolchain-Änderungen noch nicht in Debian enthalten sind. Ist es nicht wirklich reproduzierbar, aber was uns diese Machbarkeitsstudie gezeigt hat, ist, dass es theoretisch möglich ist. Und dieses Jahr ist in Heidelberg im August die DebConf und wir hoffen da eben, dass wir da weitere Fortschritte machen und genau da noch mehr darüber diskutieren werden. Dann an dieser Stelle auch nochmal ein großes Danke, vor allem an Luna, Holger und Mattia, die da sehr viel Arbeit reinstecken in das Projekt und ohne die das ebenso nicht möglich gewesen wäre. Und auch noch vielen Dank an alle anderen, die irgendwie mitgeholfen haben und beigetragen haben. Und dann wäre ich am Ende der Präsentation. Gibt es irgendwelche Fragen oder Kommentare dazu? Ja? Diese rote Flagge, die du gemeint hast, ja. Habe ich jetzt keine Doku gefunden, wie man das macht. Ja, das ist was ganz Neues. Einfach mal
im IAC vorbeischauen und sagen, dass du oder dass deine Pakete auf diese Liste sollen und dann werden die auf diese Liste mit aufgenommen und dann klappt das. Ja? Ah, okay. Ja, die Frage war nach dieser roten Flagge, wenn der Maintainer Benachrichtigung bekommen soll, wenn sich der Status ändert, wie man diese Flagge bekommt, weil das noch schlecht dokumentiert ist. Das werden wir dann natürlich auch besser dokumentieren in Zukunft, aber zurzeit einfach im IRC nachfragen und beziehungsweise die Liste der Pakete nennen, die da auf die Liste soll. Ja? Funktionieren die? Ja, du hattest ganz am Ende die Sache mit den Transparency Logs. Ja. Ich habe mir da in letzter Zeit ein bisschen Gedanken zu gemacht und im Prinzip hätte man das ja eigentlich schon, wenn man die Paketinfos samt Hashes in Git-Repo eincheckt. Weil Git im Prinzip eine verifizierbare History hat. Wie werden denn im Moment die Paketinfos von Debian verwaltet? Also diese Build-Files, oder wo, werden die in irgendein Repository eingecheckt und mit was wird das verwaltet? Nee, richtig okay. Verwaltet werden sie zurzeit noch nicht. Also die fallen okay. Bei dem Build-Vorgang eben auch mit raus. Die landen auch auf unserem Jenkins-Server, die kann man da runterladen. Unser Ziel ist es natürlich, dass die irgendwann später auch mit im Debian-Archiv mitlanden, auf den ganzen Mirrors und so weiter. Aber das ist zurzeit einfach noch nicht der Fall. Die Metadaten von Debian-Paketen generell verwaltet? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht so genau. Ich kann vielleicht was dazu sagen. Also, soweit ich weiß, ist das in erster Linie eine Postgres-Datenbank in einem hoffentlich vernünftig geschützten Server, der halt auch die Invariante enforced, dass es zu jedem Paketnamen, Paketversionsnummer nur jemals maximal ein Binary jemals gab. Also ich kann kein weiteres Binary hochladen mit einem Namen und einer Nummer. Die ganzen Hashes davon stehen auch in den Packages-Files, die auf den Mirrors publiziert werden und die sind signiert. Das heißt, man könnte diese zum Beispiel speichern. Ich schätze mal auch, dass snapshot-debian.org da auch als historisches Archiv dienen kann. Aber so ein Git-Repo, wo alles drin ist, existiert noch nicht. Ich will jetzt gleich rüber zu den Lightning Talks, aber vielleicht können wir uns nachher nochmal irgendwie kurz unterhalten. Mhm. Ja. Ihr baut ja jetzt alles mit AMD 64, aber es werden ja auch viele plattformunabhängige Pakete gebaut. Habt ihr da Sorgen, dass da noch ganz viel an neuen Issues hinzukommt, selbst bei diesen plattformunabhängigen Paketen, wenn die auf verschiedenen Architekturen gebaut werden, dass da jetzt noch so Sachen auftauchen, wenn ihr alles unter PowerPC baut, dass da auch noch viele Unterschiede kommen? Oder denkt ihr, dass ihr da schon viel abgefangen habt jetzt mit diesen ganzen Timestamps und so weiter? Also es gibt ja einmal die wirklich plattformunabhängigen Pakete, was irgendwelche Perl- oder Python-Skripte sind, wo es wirklich nur ein Paket gibt, das für alle Architekturen gilt. Die werden natürlich auch schon von uns gebaut und da sehen wir auch schon die Unterschiede. Aber Pakete für andere Architekturen, die bauen wir zurzeit nicht. Soll auch in der Zukunft dann vielleicht irgendwann gemacht werden. Oder wenn eben unsere Toolchain-Änderungen mal wirklich upstream gelandet sind, dann können auch wirklich die Benutzer verifizieren, ob jetzt die gleiche Binary rauskommt. Also, ja. Also wenn dann dieser Debian-Helper quasi standardmäßig drin ist, dann würde es ja eh auf allen Architekturen dann damit gebaut werden, ne? Das heißt, dann fehlt eigentlich nur die Verifikation. Genau. Und unser Ziel ist es natürlich, dass die Verifikation später irgendwann von den Benutzern kommt. Also die Benutzer sollen selbst in der Lage sein zu verifizieren, dass das Paket, was sie jetzt haben, wirklich aus den Sourcen gebaut wurde. Zurzeit ist es ja so, dass jedes Paket im Prinzip nur eine Signatur hat, eine kryptografische Signatur. Und wenn aber andere Personen die gleiche Binary erzeugen können, dann ermöglicht es natürlich diesen Personen, weitere Signaturen zu erstellen. Und dadurch wird natürlich auch
dieses ganze Paket vertrauenswürdiger, wenn das jetzt 5 oder 10 oder 20 Signaturen hat statt nur einer. Genau, also wir wollen, dass irgendwann die Leute im freien Feld da auch Verifikationen machen und Bescheid sagen, dass es eben möglich ist, die Verifikation. Okay, danke. Eine Frage noch schön ganz konkret. Ich habe mir mal ein paar Seiten angeschaut nebenher. Ich habe ein Paket gefunden, da waren die einzigen Änderungen im Debindiff Timestamps von Dateien in data.targetZelt, also im eigentlichen Debian-Paket. Heißt es, dass da noch irgendwas schiefgegangen ist mit der Toolchain? Und ich dachte, das würde jetzt irgendwie rausgepatcht durch euer System. Ja, ist eigentlich auch rausgepatcht. Was manchmal vorkommt, ist, dass wenn jetzt eine neue Debhelper-Version oder so in Unstable geladen wird, dann überschreibt die neue Debhelper-Version, die ungepatchte, unsere Debhelper-Version und dann ist es natürlich, das Ganze natürlich nicht reproduzierbar. Das passiert manchmal. Also vermutlich ein vorübergehendes Problem mit der Infrastruktur. Ja, okay. Ja. Gut, dann melde ich mich nachher nochmal direkt deswegen. Danke. Ja. Dankeschön.